Die kommerzielle Kosmetik ist oftmals voll von Schadstoffen, die zuerst der Haut nicht gut tun und dann nicht in den Kläranlagen hängen bleiben, sondern es bis ins Trinkwasser schaffen. Wenn wir Kosmetik selber machen, wissen wir, was drin ist. Ich lebte einige Jahre auf einer Insel, wo ich mehrere Menschen kannte, die handwerklich Kosmetik herstellen. Ein bisschen habe auch ich gelernt, bis hin zur Seifenherstellung, wie man auf diesem Foto sieht. Ich hatte raue Hände von der Arbeit und brauchte eine Hautcreme. Nie wäre mir in den Sinn gekommen, so etwas zu kaufen. Hautcreme zu machen ist ganz einfach. Viel einfacher als Seife zu machen. Zuerst einmal brauchen wir Öl. In der Regel nimmt man Olivenöl, das der Haut erfahrungsgemäß gut tut. Ich habe auch schon in Andalusien in der Olivenernte gearbeitet und aus den Oliven mit einer Zentrifuge Öl bereitet. Aber hier in der Schweiz geht das nicht. Ich muss Olivenöl kaufen. Das Öl können wir mit Heilkräutern versehen, um eine Heilsalbe zu machen. Wir können es zum Beispiel 20 Minuten auf kleiner Flamme mit Blütenköpfen der Ringelblume sieden lassen. Da in meiner ehemaligen mediterranen Wahlheimat Acker-Ringelblumen wild wachsen, nahm ich damals diese. Öl mit Johanniskraut wird nicht erhitzt, sondern man lässt es einige Wochen an einem sonnigen Ort stehen. Es wird dabei rot. Dieses Öl ist bekannt als Johanniskrautöl und auch als solches zu kaufen. Aber jetzt will ich euch ja erzählen, wie ich einfach nur Hautcreme mache. Und dazu brauchen wir nicht unbedingt Heilpflanzen. Wir brauchen nur zwei Zutaten. Außer Olivenöl ist das Bienenwachs. Das habe ich von einem Imker bekommen. Und nun kann's losgehen. Wir geben das Öl in eine Bratpfanne, dann geben wir Bienenwachs hinzu, und zwar einen Teil Wachs auf vier Teile Öl, also 20% Wachs. Wir erwärmen das Öl so lange, bis das Wachs geschmolzen ist. Dann gießen wir die Mischung in Gefäße und lassen sie abkühlen. Und fertig ist die Hautcreme. Ganz einfach, nicht wahr? Und sehr angenehm auf der Haut.